Herzlich willkommen. Wir wollen heute überbackene Brote machen, und zwar mit Schinken, Pilze und Paprika. Und dazu benötigen wir folgende Dinge. Zuerst den Schinken, dann etwas Pilze aus dem Glas, in diesem Fall Champignons Klasse 1, etwas Schweineschmalz, das gibt's vom Metzger, und einen halben Paprika. Dann noch etwas Reibekäse. In diesem Fall ist es Gouda selber gerieben und natürlich Brot. Anschließend schneiden wir den Schinken und den Paprika in feine Streifen. Und in der Zwischenzeit können wir den Backofen vorheizen bei 200 Grad. Anschließend bestreichen wir die Brote dünn mit Schweineschmalz. Und dann legen wir den Schinken, den Paprika, die Pilze darauf. Anschließend bestreuen wir die Brote noch mit dem geriebenen Käse. Und dann geht es ab in den Backofen bei 200 Grad Celsius und nach circa 10 Minuten schauen wir, ob der Käse gut zerlaufen ist. Und dann können wir sie eigentlich schon rausnehmen. Ich wünsche guten Appetit und viel Erfolg.